Ich zeige euch mal hier einen kurzen Einblick in den Mod Drive Control. Einige kennen ihn schon, viele kennen ihn noch nicht. Wer ihn noch nicht kennt, kann gerne unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken. Dort kommt ihr zu einer Seite, dort ist alles nochmal ganz genau beschrieben. Ich werde in dem Video jetzt nicht auf jede einzelne Funktion eingehen. Aber ja, was macht der Mod so im Großen und Ganzen? Er verändert die ganze Steuerung ein bisschen. Und dann geht hier für ein Upside Down. Ich muss auch sagen, in der aktuellen Version, die ich hier teste, gibt es noch einen groben Fehler, der das Spiel zum Absturz bringt. Dazu kommen wir aber später erst. Im Groben und Ganzen funktioniert die Version. Also wir haben sozusagen Drive Control, also alles, was irgendwas mit Bewegen zu tun hat. Das Gas verändert sich. Es gibt auch die Shuttle-Funktion, also wenn man jetzt nach vorne drückt, die Leertaste, man sieht es anhand des Pfeiles unten bei den Kameraanzeigen, dann drückt man die Leertaste, dann wechselt er automatisch in den Rückwärtsmodus. Wieder Leertaste, fährt er wieder nach vorne zum Beispiel. Dann gibt es die Möglichkeit zwischen Allrad, Vorderantrieb, Rückwärtsantrieb mit Shift 4, doch, Shift war das. Okay, damit geht auch der Radio um. Naja, gut. Also Shift 4, 5 und 6. Nein, wir wollen keinen Stream haben. Geile Mucke hier. Nein. Also wie gesagt, Shift 5, 6 geht es. Da sieht man auch rechts unten, dass sich da was ändert. Also die Datenbelegung müsste man vielleicht noch ein bisschen anpassen. Das kann man aber alles selbst machen. Man kann mit 1 und 2 den Tempomat ändern. Runter ist eh klar. Es gibt dann noch andere Funktionen, wie gesagt, genau will ich darauf nicht eingehen. Ich möchte nur mal testen, ob der Mod überhaupt funktioniert. Und man sieht schon, die wichtige Funktion dieser Shuttle-Modus funktioniert, ja. Das finde ich schon mal cool. Vor allem besser als in der alten Version. Man kann jetzt parallel, ich kann auch einfach rückwärts fahren. Okay, geht doch nicht. Ich dachte, das geht parallel. Oh, jetzt denke ich natürlich fest. Natürlich, gut eingepackt, wie immer. Also, soweit funktioniert der Mod. Man kann auch in die Lok schauen, er ist soweit auch fehlerfrei, wie man sieht. Konfigurieren tut man den ganzen dann in der XML, aber ich sage dazu einfach mal den Beitrag anschauen. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung. So, jetzt kommen wir zu den Nachteilen, warum der Mod in der Version nicht funktioniert. Man kann hier reinsteigen. Funktioniert natürlich alles ohne Probleme auch, der Shuttle-Funktion. Zum Beispiel kann man auch alles deaktivieren und aktivieren, was man möchte. Was aber nicht funktioniert ist, ich mache mal die Log auf, switche jetzt Fahrzeuge durch. Funktioniert. Funktioniert. Wir sind hier auf der Standard-Map ohne weitere Mods. Das funktioniert nicht. Und jetzt habt ihr eigentlich keinerlei Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Das Spiel ist einfach abgekackt. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr kommt einfach nicht mehr raus und spielt, könnt kein Escape, gar nichts mehr. Das Einzige, was noch hilft, in der Konsole Exit, dann ändert sich das Spiel. Also das ist noch ein Fehler, alles andere funktioniert soweit, was ich mal grob getestet habe. Mir ist der Fehler aufgefallen, deswegen möchte ich auch kein ausfallendes Video über den Mod machen, weil der Fehler muss erst behoben werden. Ich werde das natürlich auch dem Modder noch melden. Also viel Spaß mit dem Mod, passt auf, dass er nicht in den Zug einsteigt. Dann funktioniert er. Bis dann, tschüss.